Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und willkommen hier zurück zu dieser Episode. Ich hoffe, ich nehme diese Folge nicht umsonst auf, also dass Chaos nicht schon irgendwie seine magischen Ziele erfüllt hat, die wir uns ja selbst gesteckt haben. Aber ich denke mal das nicht, weil ich glaube einfach nicht, dass der jetzt schon seine 1 Million auf dem Konto hat. Seine 100.000 Bürger mag sein, könnte sein. So, ich weiß ja nicht, wie er baut. Weil das Problem ist ja, ne, wir quatschen zwar miteinander, aber ich weiß ja nicht, was ihm sein Köpfchen vorgeht. Vielleicht baut er alles in eine Stadt rein. Denn wir haben ja gerade mal, also, wir haben aktuell immer noch, ich glaube, Chaos hat gestern seine erste Folge hochgeladen. Ich habe meine zweite. Also nur mal so, dass ihr seht, wie weit ich von eurer Zeit jetzt weg bin. Das sind jetzt fast 2 Wochen, die ich ja weg bin von euch. Ich weiß natürlich, also ich gucke mir einfach mal die Folgen vom Chaos dann an, dann sehe ich ja, wie weit er ist. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass er nicht alles sich irgendwo eine Karte genommen hat, meinetwegen, also wo wir unsere dritte Stadt haben. Da irgendwo und baut dann eine Kombi aus normaler Industrie und Einwohner und Gewerbe rein, weil dann kriegt man es in 2 Stunden nämlich hin, diese 100.000 Einwohner zu erzielen. Und da braucht man noch hier ein bisschen was reinklatschen, positive Bilanz, da ein bisschen was reinklatschen, also in Vorbereitung irgendwie fürs Öl und dann warten, bis sein Konto auf 1 Million ist. Und das ist dann nicht so schön. Aber hier wachsen unsere Gebäude. Das sind einfach die niederes Einkommen mit der nächsthöheren Dichte. Das bleibt niederes Einkommen. Es wird aber, wie gesagt, die nächsthöhere Dichte. Und da sieht man auch schon direkt, ne, die Zahlen gehen in den Keller. Aber Dichte heißt ja nichts anderes als, es werden bald mehr Bürger da sein. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen mehr Einwohner. So. Das wird eine mittlere Dichte, datte und datte und datte und datte. Fehlt hier noch was außer die äußere Straße? Nö. Und dann arbeiten wir uns hier wieder runter. 500.000, 5.600 kostet das, das kostet 500. Scheint ja zu klappen. Die schnellen Einnahmen haben wir natürlich nicht durch die ganzen Steuern, sondern wirklich nur dadurch, dass wir mit dem Jungs hier Geld produzieren. Was möchte er denn? Fürs Geschäfte machen sind andere verantwortlich. Ja, mache ich. Ein Ruhrölzentrum wollen die jetzt, dass wir da eins bauen. Sind wir echt schon soweit? Na, wo kurz sagen, da fehlt ja noch ein bisschen was. Sind gerade mal bei 2000 Tonnen. Barrel. Also, da ist noch ein bisschen Luft. Aber wir können jetzt die letzten 2 Zipfels der Straße ausbauen. Halt, da ist klicken. Update, Update. Und dann haben wir alle geupdate. Die Industrie sagt übrigens genau das gleiche Spiel. Die sagt uns auch irgendwann, bitte, 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 bau mal die Dichte, dreh mal die Dichte hoch. Wir wollen nämlich ganz, ganz fix mehr werden und größer werden. Aber da zum Beispiel. Hat seine Dichte erreicht, würde gern mehr bauen. Aber wir müssen erstmal die Einwohner dafür haben. Ansonsten funktioniert das natürlich nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir es gerne hätten. Aufgrund zu hoher Mieten. Ja, das passiert natürlich jetzt hier. Na, wir haben eine geringe Dichte. Oder irgendwo keine Jobs dafür. Wir müssten... Oder der Commerz? Nö. Also Miete müsste, glaube ich, dadurch kommen, dass wir halt hier ein geringes Einkommen haben. Aber hier ein hohes Einkommen, da ein hohes Einkommen. Und eigentlich hier zu hohe Preise sind für die Einwohner. Einzige, was wir machen könnten, was vielleicht hilft, ist, wenn wir die Jungs hier wegreißen, in der Hoffnung, dass sich denn neue, genau, passendere Einwohner bilden.
die denn mit der Dichte und mit dem Preis vor allem der Mieten zurechtkommen. Irgendwo soll noch ein verlassenes Gebäude stehen. Irgendwo soll ein Trümmerfeld sein. Ach, da hinten. So, wir brauchen ja unbedingt mehr Öl. Haben wir ja festgestellt, denn wir wollen ja diese Aufgabe erfüllt kriegen. Zack. Und unser nickender Esel. 4. Zack. Und schon wird mehr Öl gepumpt. Ja, der ist immer noch frei. Privatdetektiv. Die Trovagos sind bei uns eingezogen. Oh mein Gott. Was bist du eigentlich? Süß. Jetzt wohnt er hier ganz alleine. Der arme Tropf. Könnten ja fast Mitleid mit ihm entwickeln. Aber ne, man sieht. Shoppingangebot. Ja, der musste darüber latschen, du Idiot. Aber der hat sie jetzt auch erhöht. Dann dürften eigentlich nicht so viele mehr rummeckern, was die Miete angeht. Hä? Also eigentlich muss man eine 5000er, 15.000 erreichen. Warum macht der hier nur 14.995? Oder hat der irgendwie was, wenn man eine bestimmte Größe hat? Oder weiß der, wie viel Einwohner man kriegt? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, hier wird es auf jeden Fall dunkel bei mir zu Hause. Oh nein, es schneit immer noch. Es hat den ganzen verkackten Dach heute geschneit. Hier liegt schon der Schnee so hoch, dass ich ihn vom Sitzen her im Fenster sehe. Also wirklich, unten Fenster ist schon zugeschneit. Was soll der Scheiß? So, mal kurz gucken, vielleicht ist ja gerade ein Namensvorschlag reingekommen. Weil ich nehme ja gerade mehrere Folgen auf einmal auf. Und ich habe bisher nur zwei Namensvorschläge gekriegt. Und in der nächsten Aufnahme werden wir auf jeden Fall unsere Orte benennen. Also wenn ordentliche Einreichungen gekommen sind, wollen wir mal schauen. Was da noch kommt. Nö, leider nicht. Tut mich leid, keine Namen. Was sagt er denn hier? Guck mal, der sagt, es gibt tolle Läden zum Shoppen. Was ist mit euch los? Der hat auch tolle Läden zum Shoppen. Und warum hast du nichts zum Shoppen? Idiot. Die wohnen doch weiter weg von da. Wer weiß. Was sagt ihr? Ach, da muss ich noch die Dichte erhöhen, bevor die so weit sind. Okay. Okay, wir haben 24.000 auf Lager. Was sagt denn unsere Kriminalität? Zwei begangene Verbrechen, Festnahmen. Wir brauchen also mehr Polizisten. Zack, zack. Noch mehr Autos. Oh. Ah, so. Reihenhäuser sind der letzte Schrei. Ja, den Bau. Ui. Ah, die haben sich auf die mittlere komplett. Das ist das, was ich meine. Denn dieses Karree wird dann einfach ein riesiges Haus. Das reicht dann auch bis zur höchsten Einkommensstufe und höchste Dichte ist, glaube ich, dann auch die Größenordnung. Aber hey, es passt. Wir kriegen das alles gemütlich hin. Die Einwohnerzahl wird immer höher. Wir sind schon bei über 7000. Und in der gesamten Region haben wir aktuell 8000, was zerledert ist. Und ja, müsste eigentlich reichen. Wir müssen dann gleich noch ein bisschen Geld hier rüber schustern, damit wir dort anfangen können mit der Industrie weiter ausbauen. Um mehr Einwohner zu kriegen. Ja, also da hat die Industrie da mehr ausgebaut wird, am besten Fall schon mal komplett, genau wie hier. Da muss ja auch noch hier so ein Zipfel hin und
wechseln wir mal hier rüber. Und hier soll ja auch einmal komplett hier rum alles Industrie werden. Und dann können wir uns hier um kümmern, damit dort die ganzen Einwohner reinkommen, um einfach diese Industrie zu bedienen mit Arbeitern und um das Einkommen zu generieren, dass wir auch hier die Sicherheitsabteilung bauen können, beziehungsweise die, na, Versorgungsabteilung. Die brauchen wir noch für die Kläranlage, dass wir auch direkt damit Kläranlagen arbeiten können und also Recycling Center und Mülldeponie muss man eh beides immer haben. Das kann man nicht voneinander trennen, weil die Jungs hier noch kein Müll recyceln, die produzieren einfach normalen Müll. Dafür braucht man die Mülldeponie. Und ich glaube, auf der höchsten Einkommensschicht die intelligenten und auch die gut gebildeten Sims. Apropos gebildete Sims. Die müssen ja auch irgendwo hin. Und die wissen ja natürlich, wie man Müll trennt. Ich habe ja voll vergessen, gebildete Sims auszubauen. Zack, zack, zack. So, denn ja. Und ja, ich baue immer so viel Bushaltestellen. Nein, die wollte ich nicht bauen. Jetzt versuche mal genau diese eine Bushaltestelle zu finden. Ja, da. Pixel. Ja, meckert doch nicht rum, da stehen noch ganz viele andere Bushaltestellen, ihr Idioten. Meine Fresse, seid ihr empfindlich. Da, freut euch. Da passt noch einer hin. Na, okay. Okay, ihr kriegt da auch noch einen. So, aber das Wichtigere, ihr braucht welches. Und da die Schulbusse ja anscheinend eh nicht so fahren, wie sie fahren sollen. Also es gibt irgendwie keinen, ich sag mal, Fahrplan oder eine bestimmte Richtung oder Reihenfolge, wie die Gebäude abgeklappert werden. Die fahren einfach, wie sie wollen, wie sie lust und launig sind. Das müsste eigentlich reichen. Ne? Komm, weil es, ach komm, weil es so schön ist, da auch mal hin. Die fahren wirklich, wie sie wollen, wie die Besenkten. Okay, wir haben aktuell 654 Sims, die wir unterbringen müssen. 150 kriegen wir da nur rein. Wir machen es ganz simpel. Wir bauen einfach das Ding auf Maximum aus und fertig ist. Wir passen jetzt rein. 55. Fast genug. Wenn der nächste Geldsegen kommt, geht's besser. Aber dann sind sie schon mal gebildet her. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, Käufer und Arbeiter. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich arbeite und deswegen kann ich kaufen. Wer soll ich zu schweigen? Was so viel heißt wie Klappe halten. Ja, das gibt einige Menschen, denen ich das auch mal gerne sagen würde. Ja, der will auch ein Straßenupgrade, der will auch ein Straßenupgrade. Ich hoffe, hier ist noch was, was du nicht genügend Abnehmer. Egal. So, das läuft doch, würde ich ja mal fast behaupten, recht gut, oder? Wie seht ihr das? Wie viel Öl verkaufen wir immer noch? 12.000? Ja, und da kommt nicht gerade wenig zusammen. Ich krieg aber auch so langsam Kohlmampf, muss ich sagen. So ein bisschen. Aber die Folge geht noch ein Stück. Und die Aufnahme auch. Da muss ich mich dann einfach mal kurz. Der Magen zusammenknoten. Muss halt seine Reserven angreifen. Die noch da. So.
17, passt doch. Zack. Komm. Na, Deckel drauf. Und damit wären wir bei 900. Wenn das Geld da wäre. Aber so lustige Sachen wie zum Beispiel Gymnasium, weiß ich nicht, braucht man eigentlich gar nicht bauen. Man kann es natürlich denn da hinten in der Stadt, die irgendwo da liegt, hinter der Luftverschmutzung, kann man das ja mal machen. Ah, nee, da hinten. Da. Der Vollständigkeit halber ja einfach bauen. Genauso wie eine FH und, also ich sage einfach mal Fachhochschule, auch wenn es allgemeine Hochschule heißt. Kann man das ja einfach mal bauen. Aber bringt tut's halt nichts. Also das Gymnasium bringt nichts. Baut einfach eine Grundschule, baut kann danach direkt die FH bauen, um halt einfach, wenn man keine Uni bauen möchte, aber um zu profitieren von dem, was eine Uni bringt, baut man einfach die Hochschule, fertig ist. Und dann kann man auch direkt seine Hightech-Industrie hochziehen. Was er denn eigentlich im... Wir müssen zumachen. Warum? Werk für Blei und... Okay. Werk für Blei und Baby-Rezepturen. Ich will gar nicht wissen, was die aus den Babys hier machen. Apropos, was sagen denn unsere Arbeitslosenzahlen? Mittlere Einkommensschicht, untere Einkommensschicht. Immer noch offene Stellen. Ja, die kommen ja noch immer nicht hier rüber. Mittlere Einkommensschicht. 40 Arbeiter gesamt und noch so viele offene Stellen. Hohe. Wir haben 40 Arbeiter nur von der mittleren Einkommensschicht. Wie geht das denn? Dabei haben wir doch hier schon... Das ist doch alles. Ah nee, das ist gar nicht. Das ist mittlere Einkommensschicht. Nein. What? Du bist mittlere Einkommensschicht. Genau. Das ist das einzige mittlere Einkommensschichtgebäude, was wir haben. Aber warum? Toll, sagt er. Ja. Der könnte eigentlich auch noch größer werden. Ihr vor allem. Ihr seid doch mittlere Einkommen. Ja, hör auf zu husten, werd gesund und bau dein scheiß Haus aus. Ach, die sind ja noch auf der kleinen Dichte, stimmt. Die müssen erstmal die nächste Dichte-Stufe erreichen. Da ist ja was gewesen. Nutzen wir mal unser Geld. Aber helfen schon mal der Industrie hier auf die Sprünge, vor allem mit vierspurigen Straßen. So, und schließen die auch hier hinten zu. Damit der auf jeden Fall schon mal anfangen kann aufzusteigen. Hier sind schon wieder vier Pleite. Weil denen die Abnehmerzahl nicht reicht. Das wird sich aber natürlich ändern, sobald da hinten die Großstadt fertig ist. Wo ja genügend Abnehmergebäude sind. Jetzt gibt es natürlich wieder einen kurzzeitigen Einbruch, weil die höchste Einkommensquelle ist natürlich immer die Industrie. Ne, wie man sieht aktuell. Und wenn die sich ausbauen, bricht natürlich wieder mal die Wirtschaft zusammen. Es sind keine Kunden da. Wir haben aber Kunden für mittlere Einkommensschicht, weil in der mittleren können alle einkaufen. Außer die. Also in der mittleren können einkaufen die und die. In der hohen Geschäfte können auch alle Einkommensstufen einkaufen, aber die hohen kannst du natürlich nur die hohen, die mittleren nur der mittleren und der hohen. Und so zieht sich das wohl durch das ganze Spiel. Und was sich genauso durch diese ganze Aufnahme zieht, ist, dass ich immer ganz knapp nur erkenne, dass die Zeit um ist. In diesem Sinne, wir werden in der nächsten Folge sehen, wie es hier weitergeht. Wir werden auch ein bisschen Geld hier reinstecken und hoffen, dass wir noch nicht vom Chaos überholt wurden. Also, viel Spaß morgen beim Chaos in seiner Aufnahme. Wir sehen uns übermorgen wieder in meiner Aufnahme und hier auf meinem Kanal.
Also bis denne, tschö.